Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2 RP hier auf Roger Stories. Und ja, ich bin ultra erkältet. Ich muss Vollgas auf meinen Hals aufpassen. Ich muss mega auf meinen Hals aufpassen. Ich habe total die Halsschmerzen. Ich habe ultra was am Kehlkopf. Ich habe es voll mit dem Asthma. Boah, ich muss die ganze Zeit husten. Und ja, das ist mal gucken, was so geht. Es war jetzt eine Woche Pause. Und jetzt geht's weiter. Und Curtis war in Frankreich im Urlaub etwas und hat sich dort inspirieren lassen. Nicht wahr? Die Haare sind wieder gewachsen. Die waren ja eh wieder auf dem Weg. Und jetzt hat er auch den tollen Schnauzer, weil man sich über Curtis Bart lustig gemacht hatte vor einer Weile. Und wir haben uns ein bisschen bäuerlicher eingekleidet hier für Annisburg. Alter, meine Stimme, Mann. Genau, und jetzt gucken wir mal, was es hier alles Neues gibt, was so geschehen ist. Ne? Wir waren ja jetzt weg und zu guter Letzt sind wir draufgegangen und haben alles verloren. Auch die Marke und so. Die ist natürlich noch weg, da müssen wir noch zum schon Kane und Michel noch eine neue Frage. Das ist problematisch, aber das ist alles. Niemand hier. Dann gehen wir wieder. So. Tag. Ja, jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen hübsch, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Sauber. Das ist unser Curtis, wie wir ihn kennen. Nur mit einem neuen Bart. Na, gucken wir mal, was im Briefkasten ist, natürlich. Nein. Dann move into the storage. Ah, ich habe keine Permission. Da darf also niemand was reinlegen, oder wie? Das ist natürlich sinnvoll, ne? Super. Das ist nicht mein Platz. Ah. Entschuldigung, jetzt habe ich hier voll ins Mikro gehustet. Ah, das ist doch schon viel besser, hm? Aber. Ja. Die Frage ist jetzt: Wer war das im Saloon? Also in der Bierhalle? Right there. Wer war das in der Bierhalle? Und. Oh, ich bin komplett am Ende, Alter, mit meinem Körper. Okay, jetzt geht's los. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Oh! Guten Tag. Ah. Wie geht das denn? Ich hab dich gar nicht erkannt, neues Hemd. Ja, neues alles. Ich bin gerade überfallen, Curtis. Oh. Von einer Bande, vier Mann, einem Propheten William Smithers oder so. Oder Will Smithers. Will Smithers, der weiße Prophet. Haare. Hm. Blauer Kragen. Ich ruf mal bei Van Horn, oder? Bei Van Horn, oder? Ui, bei Van Horn. Schau, bist du relativ nah an die Stadt geritten, oder wo war das? Ja, ui, ich bin da, wo ich abbiegen wollte, wo wir eigentlich immer über die Gleise retten. $10 haben mir die Männer weggenommen. Und einer fuchtelt wieder mit seiner Waffe rum, wie immer. Na, man geht das. Halten Sie die Schnauze, antworten Sie. Ja, dann mach das einfach, dann bist du nicht erschossen, das ist ja. Ja, was soll ich sagen? Soll ich das Maul halten oder? Nein, das war nicht so gemeint. Nein, Entschuldigung. Gehen wir einfach. Tut mir leid. Wenn wir kein Telefon wir können, haben, wir können an den Fernsprecher in der Bierhalle. Es gibt Neuigkeiten. Ah, wirklich? Jack. Wir müssten doch. Also. Wir sollten, denke ich, doch versuchen, Annisburg jetzt groß zu ziehen. Natürlich. Denn es gibt gute Neuigkeiten. Wahrscheinlich bist du der neue Downmarschall. Richtig. Oh Mann, ich hoffe, wir es war ein Witz, das war ein Witz, das war ein Witz, das war ein Witz. Ich bin nicht der Downmarschall. Ich konnte Miss Sherrington überreden. Sie ist jetzt in der Bierhalle. Ah, sehr gut.
Das war auch ein Witz. Ich habe nichts überredet. Ich habe sie vorher da gesehen. Ich weiß nicht, ob sie ihr gehört. Und ach so, sollen wir mal hingehen? Genau, aber da ist ein Telefonapparillo. Den können wir benutzen. Ach so. Wie findest du meinen Bart? Komm her. Okay. Sieh ihn dir an. Und ich möchte, dass du ihn dir genau ansiehst. Der hat mich komplett verwirrt. Hast du wegen Marken gefragt? Nein, ich habe Mr. Kane noch nicht gesehen. Ich hatte gehofft, dass diese peinliche Situation in direkt geblieben ist. Ich war eine Woche weg. Ah, du auch? Ja, ich war in... Rate mal, wo ich war, mein Freund. In Mexiko. Paris. Ja. Ich war zwar nur einen Tag da. Aber ich war da. Und wie war's? Wie wunderschön. Traumhaft. Der beste Menage Quattro, den ich jemals hatte. Und der einzigste. Naja, ich warte in der Bierhalle. Schön. Ja. Du kannst einen Bootsanleger. No, ich weiß nicht, so. Wie ich es sagen soll. Was denn? Naja, der Bart. No, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber in Paris trägt man aber auch. Das ist jetzt ein Vollbart? Ich hab's noch gar nicht gesehen. Na, no. Ja doch. Alles in Ordnung mit dem Bart. Was? Bonjour! Jacques der Français! Ja, ich weiß. Na oui, Ihnen gehört die Bierhalle, habe ich gehört. Ja. Von diesem Mann, der hat es mir gesagt. Von diesem Mann? Oui, wie ist jemand hier, no? Das war eine Vermutung, habe ich gerade gesagt. Naja, ja, hat sie hier gesehen, ist das Ihre Bierhalle jetzt? Ja. Das ist. Manuel, erzählen Sie, ne? Aber lassen Sie mich erst. Lassen Sie mich erst ein paar Verbrecher versuchen zu fangen. Ja, genau. Was soll ich denn nun erzählen? Weiß ich nicht, was er will. Wie läuft's denn? Ich habe jetzt mal ein klein wenig die Auslage gefüllt. Ach. Sauerkraut? Was ist denn das? Das stinkt ja wie die Pest. Das müssen Sie probieren. Das schmeckt wundervoll. Gut. So. Kaufe ich das mal. Ist ja nur eins da. Ja, ich muss erst noch mehr kochen. Ah, mehr. Pff. Jacques. Na, ich will nichts. Probier das mal, das ist Sauerkraut, hier. Was für ein Kraut? Sauerkraut, ich steck's dir mal den Löffel im Mund, hier. Das ist total sauer und... Das ist ja wirklich sauer. Das schmeckt wundervoll. Nee, tut mir leid. Boah, das ist ja... Was anderes? Haben Sie noch mehr? Ja, vielleicht? Natürlich. Schauen Sie mal in die Auslage. Keine Croissants? Noch nicht. Noch Wein! Nicht. Wo ist der Wein her? Monty, Sie haben Wein? Ich weiß noch nicht, woher der Wein ist. Ach so. Wie, Sie wissen nicht, woher der Wein ist. Nein, Sie müssen verstehen, Mr. Montiel. Ich habe gestern die Bierhalle überschrieben bekommen. Dort waren eben noch ein paar Lebensmittel im Lager, die sich eben lange halten. Und Wein hält sich nun mal sehr lange. Und Sauerkraut auch, oder wie? Nein, das habe ich selber gemacht. Das haben Sie selber gemacht? Aus was? Ja. Aus Kraut? Kohl. Und dann haben Sie draufgepullert, dass es sauer wird, oder? Genau. Oh. Ich muss mal ganz kurz... Oh. Jack, halt mir die Arme. Oh. Oh. Oh, sie hat aufs Kraut gepinkelt. Oh, Mann, lass es raus. Oh. Ich
glaube, das war übrigens nur ein Scherz. Na, mit dem Bruchbeak. Das war ein Scherz? Ach so. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir, die Frau ist unberechenbar. Boah. Gut. Na, hol dir. Das lag an dem Wasser. Geht's nun besser? Ja, total. Okay, super. Gracias. Den hat. Keine Ahnung, ich hab kein Fernglas. Ich auch nicht mehr, Montiel. Da ist Mister. Wer ist das denn? Ah. Ah, bonjour, Monsieur. Guten Tag. Peterson, ne? Pete Peterson. Der Mann mit der unverwechselbaren Stimme, ne? Ja, richtig. Ja, ich mag den. Da oben steht ein Pferd irgendwie ganz alleine da. Wissen Sie, so ein bräunliches. Das sieht nach D'Artagnan aus. Er ist noch ganz... Ui, das ist D'Artagnan. Ich hol ihn mal. Ach so. Ah, ja. Merci. Gut, ich dachte, da wäre jemand abgestürzt. D'Artagnan! Ja, ja. Komm her, mein Guter. Hey, kennst du mich doch. Hm? Alles in Ordnung, ne? Ah, super. Alles gut, mein Großer. Irgendwie TSK reingeritzt. Wo? TSK? Kann das eindeutig eine Liebeserklärung? Ja, wahrscheinlich Timmy, Sabine und Kurt. Wieso Kurt? Ja, TSK. Vielleicht ein Doppelname, Sabine Kurt vielleicht. Eindeutig, ihr seid ein paar Verliebte, ne? Ist das nicht wunderschön? Achso, nee, hier steht... The Scarlet Kid. Was? Sagt mir nichts. Mir auch nicht, noch nie gehört. Peterson sagt Ihnen das was? Ist das ein Freund von Ihnen? Nein, sagt mir gar nichts. Ich habe das vorhin auch gesehen, aber... Keine Ahnung, sagt mir nichts. Hm, was haben Sie heute noch gefahren, Monsieur? Naja, weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt gerade irgendwie... Ist Miss Gray irgendwie abhanden gekommen. Ich wollte eigentlich ein Telegramm gerade schreiben und... Sie hat oben beim Schmied gesessen und gewartet, weil eigentlich sollte noch jemand kommen und wir wollten noch irgendwie einen Büchsenmacher von Chantigny, glaube ich, wollte noch Kohle und Kupfer holen, Schwefel. Oh. Hm. Ja, auf dem Boden ist auch irgendwas eingeritzt. Ja. Sag ihm immer, er soll sich mal endlich Nägel in die Stiefel machen. Nein, das wird nicht passieren. Ja, die war aber vielleicht ist hier auch irgendwo gerade im Austreten. Kann ja auch sein. Tag. Also das war, wenn du südlich aus Van Orn rausreitest, ne? In der Nähe von diesem Haus. Wir sollten das Gebiet großräumiger umlaufen. Jedenfalls, wenn wir solange wir zu Zeit sind. Ach, mon Dieu. Was denn? Ich hätte mein Fernglas. Ah, wir müssen mal schauen, ob wir, wenn wir jetzt schon aus der Stadt gehen, ob wir vielleicht irgendwo jetzt bekommen. Schön. Und auch zwei, ne? Zwei. Und ein Lasso wäre gut, wenn wir mal wieder jemanden jagen. Wenn die Rehen rot sind, dann gucken wir. Schön. Wenn wir mal wieder jemanden schnappen müssen, weißt du? Dann haben wir sonst nichts zum Verbinden. Hm. Ich würde aber sagen, wenn uns jemand auflauert, dann keine Heldentaten. Okay? Mich, ja? Das haben die. Die haben ja den Bäumen dort gelaufen. Oh. Vorschlagen, wir reiten hier gleich zur Vorsichtshalber schon mal. Gleich. Nein, nicht hier. Noch nicht hier. Da geht's in die andere Richtung wieder. Gleich kommt eine Abbiegung nach rechts, dann umreiten wir das Gebiet komplett. Denn das hier? Eine Hütte.
Merci. Nicht mit einer gerechnet. Ach so. Tut mir leid. Opa. Wie schaffen das? Da dran sind die. Oh, was ist das denn? Wohl auch eine Hütte. Oh, merci. Wenn eine Hütte, ne? Sehr gerne. Arlington. Harrington. Sagte gerade, also sag nicht. Nein. Mademoiselle Edenwald sagte sie gerade, dass sie gerne eine Eröffnung machen würde. Und boah. Nee. Sie würde gerne, dass wir da spielen. Sollen wir nach. Was? Nach Rhodes, oder? Reiten wir gleich drum rum. Ui. Und ich habe ihr gesagt, was du mir erzählt hast, ne? Und dass du sehr freudig gewirkt hast. Und dass wir alles groß machen wollen. Das könnte unser Beitrag dafür sein, ne? Ja, können wir machen. Wann wollen Sie denn eröffnen, Mademoiselle? Heute? Ich bräuchte tatsächlich noch ein paar Tage, dass ich dann auch gut Gerichte anbieten kann und am besten. Reden Sie doch mal etwas lauter da hinten, dann kann ich auch was verstehen. Sie beide. Ich sagte, ich würde tatsächlich noch ein paar Tage brauchen, um eben dann auch eine gut gefüllte Menge da zu haben, was verschiedenste Lebensmittel und Getränke angeht. Ich weiß nicht, wie würde es denn vielleicht bei Ihnen am Samstag aussehen? Gut. Ja, Samstag gut. Ist super. Super, dann schaue ich noch nach Aushängen, denke ich mal. Mhm. Plakaten für die verschiedensten schwarzen Bretter. Tragen Sie ein, dass Jacques dies dort sein wird und spielen wird noch. Ja, genau, das denke ich. Wird bestimmt Sinn machen. Wie viel Uhr? Wir können auch gerne damit werfen, dass dort regelmäßig live. Was sag ich da? Regelmäßig Musik gemacht wird. Sehr gerne, das kommt natürlich auf Sie an. Ja, wir müssen ja nicht sagen, wann. Ne? Und wir können ja nur sagen, dass wir dort. Nein, nicht immer mal wieder spielen. Ne? Ich meinte jetzt, wann die Eröffnung ist. 20 Uhr, oder? Ja, ich denke, 20 Uhr ist bestimmt eine gute Uhrzeit. Bäh. Le Moine, ne? Hier haben wir eine Vergangenheit, wir alle, ne? Eine rosige, eine gute. Freut mich, dass du das jetzt so siehst. Freut mich wirklich. Moin, Jacques. Du darfst nur wegen dem Ende nicht alle positiven Dinge ausblenden. Und wie hattest du eine. Mit wem hast du in Frankreich gesprochen, ne? In Paris. Mit einer Dame. Ah, sag mir nicht, mon frère, sag mir nichts, ich weiß. Sie hat mir die Welt gezeigt, die Stadt. Aber nur den Süden. Sie hat gesagt, der Rest ist nicht so. Ist da was dran? No. Nein? Nein, überhaupt nicht. Paris ist einfach nur wunderschön. Ne? Ich war nur im Süden mit ihr. Sie hat gesagt, der Rest der Stadt ist verseucht. Wahrscheinlich, weil das ihr, wahrscheinlich, weil das ihr Gebiet war. Oh. Naja, sie hat mir die Welt gezeigt. Hat mir etwas die Augen geöffnet. Die Welt im Süden, ne? Von Paris. Oder haben ihre Worte dann erst so geöffnet, dass die Welt dort Einzug fand. Mhm. Ich würde sagen, sie hat mir das Leben erklärt. Verstehst du? Weißt du, Jacques, sie hat mir eine Sache gesagt, die mir immer noch im Kopf bleibt jetzt, seitdem ich wieder hier bin. Sie hat gesagt, man muss lernen zu verzeihen. Und zwar nicht, weil derjenige, zum Beispiel jetzt Mr. Cunningham, das verdient hat, dass ich ihm verzeihe, sondern weil ich die Ruhe und meinen inneren Frieden verdient habe, indem ich ihm verzeihe. Verstehe. Das
Das haben Sie sich schön gesagt, Mr. Montiel. Aus egoistischen Gründen, jemand dem anderen zu wert sein, gefällt mir. Da kann man alles kaputt machen, ne? Damit man selber die Ruhe und den... Oh, Entschuldigung. Das ist wichtig. Deswegen, wir schauen jetzt in die Zukunft, auf das, was kommt und nicht auf das, was war. Die Vergangenheit kann man ja auch nicht ändern, ne? Die kann man nicht mehr gestalten, aber auch die Zukunft, ne? Auch wenn man die Vergangenheit nicht mehr gestalten kann, kann man die Zukunft gestalten, ne? Ja. Achso, halt mal kurz. Halt mal kurz. Siehst du die auf meiner Nase? Es ist mir etwas unangenehm, aber ich habe da eine kleine Narbe. Eine kleine, quer über die Nase. Hm. Weh, habe ich noch nie gesehen. Ja, Narbe, die Dame hat mir mit einem Krug ins Gesicht gehauen. Na, sehr gut. Nennt sich Schlachten, ne? Ich weiß nicht. Seinerseits... Sie war so erschüttert darüber, dass ich mit ihrer Mutter geschlafen habe. Also einerseits mögen die Frauen in Paris das, aber andererseits auch nicht, weißt du. Du musst das, dass man mit der Mutter schläft? Dass man die generell mit anderen schläft. Ach so. Das ist kompliziert, das ist, das erkläre ich dir irgendwann mal, wenn ich dir Phase 5 von die Pariser Modelle. Schön, hoffentlich. Ja, weil diese Sache ist die... Die Sache ist die, dass halt einfach... Ich weiß nicht... Sie war erst interessiert, weißt du? An einem Ménage à trois. Ja, und dann habe ich gesagt, Ménage à trois. Mit der, ich meine, mit der Mutter kenne ich mich ja jetzt schon aus und... Wie hast du das richtig ausgesprochen? Natürlich. Was hätte ich sonst sagen können? Na, ich war ja nicht dabei, Mondi. Ich weiß nicht, wie das Feuer gelodert hat. Ne? Sie... Es hat gebrannt. Weiter. Ja, wir gehen doch weiter. Achso, weiter. Jetzt hab ich verstanden. Guten Tag. Das sind eben die Leute von Rhodes. Nicht so sehr gesprächig. Ist das einer aus Rhodes? Kenn ich gar nicht. Muss sonst der neuen Generation sein. Das wollte ich jetzt sagen, um Rhodes noch mehr in den Dreck zu ziehen, weißt du? Also du hättest doch einfach sagen können, ja. Achso, ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass er mehr Ärzte ein guter ist, ne? Achso. Sie beide zufällig an Mr. Ich meine, Buchanan heißt er? Nein, das hat mir Miss Cunningham auch schon erzählt. Sagt dir das was, Mr. Buchanan? Nein, no, sagt mir gar nichts. Ah, oh, guck mal, da ist ja die Dame. Tag. Hallo. Da ist Miss Cunningham. Mhm. Oder nicht? Ja. Mhm. Tag, Miss Cunningham. Deutsche. Guten Abend. Miss Harrington. Ja. Wann sind Sie oben im Salon? Ich weiß nicht, ich denke mal so, wir gehen nur schnell zu Mr. Hoodwink. 20 Minuten. Mr. Hoodwink ist, glaube ich, auf Breathed Manor gerade. Mhm. Aber gut, dann passt das. Dann machen Sie einen großen Bogen um Van Horn, da wimmelt's vor Banditen. Hey, wieder viele Überfälle. Die dort Banditen sind dort sehr aktiv. Jetzt gerade auch, oder? Ja. Ui, aktuell. Okay. Gerade erlebt. Ja gut. Dann, Warum ja gut, oder reiten Sie nach Valentine? Nach Valentine und der Deputy ist schon dabei. Aber, na dann. Das ist doch super. Wir würden vielleicht, wenn Sie in Valentine jemanden sehen, ein paar Sternenträger aus dem Gesetz. Ich hatte gehofft, eine Truppe zusammenzustellen, um mir die nähere Umgebung mal genauer anzusehen. Diese vier Männer, die dort ihr Unwesen aktuell treiben. Naja, man denen vielleicht Einhalt gebieten kann. Wie viele sind Sie aktuell in Valentine? Wie viele Männer? Sie meinen generell Gesetzeshüter? Nur heute Abend. Jetzt. Achso, das weiß ich nicht. Ich bin nicht in Valentine, wie Sie sehen. Ui, Sie haben recht. Wie können Sie wieder schießen, ne? Na, ich dachte, vielleicht kommen Sie gerade aus Valentine. Achso, nein. Schon über eine Stunde nicht mehr gewesen, deswegen weiß ich nicht, wie das aktuell aussieht. Naja, vielleicht rufe ich nachher noch einmal den Valentine an.
Hui, dann lassen Sie sich nicht aufhalten, ja, Mann. Noch, wunderschönen Abend noch. Wunderschönen Abend. Ah. Abend. Das war unangenehm. Dann sollten wir vielleicht... Was will Männer? Korrekt. Das war gerade sehr unangenehm. Was auch unangenehm? Ich wollte gerade Howdy sagen. Dann hat der Mann aber Abend gesagt und dann habe ich Howdy gesagt. Yeah. Das war wirklich schlimm. Das ist ein neues Wort, Mr. Mathieu. Audit. Stimmt. Das ist zumindest etwas. Sag, sollen wir das einführen in Endersberg? Audit. Audit? Oder Abi? Abi? Nee, das ist doof. No. Audit ist gut. Audit. 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 Dann so breit wird mir da auch noch. Hey, Audit. Lass uns das gleich ausprobieren, wenn wir da sind. Oh, Jacques, schau mal. Oh, die Town Hall. Lass uns weiter rein. Wir rein. Oh je. Ui. Nicht vergessen. Howdit sagen. Howdit. Howdit. Aber richtig betonen. Howdit. Müssen wir nach unten, oder? Away, Audit. Aber dort unten ist niemand. Komm mal zu den Bären. Bitte mir mal die Pferde an. Ja, schön, super. Audit. Audit. Ja, wieso, wo sind denn alle, hm? Ich weiß es nicht. Mit Ihnen habe ich nicht gesprochen, Monsieur. Ach so, mit mir nicht? Oh. Excusez-moi. Mann, wir sind keine Gesetze. Nein! Gut. Oh. Ah, da ist er, ja. Gut, dann war ja unsere Sorge. Also, dann, also gut, dann gehen wir doch ziemlich so gut weg. Ui, reden wir einfach nicht mehr, was gerade passiert ist, ne? Ui. Mensch, wie wacht denn hier? Am besten, man ist so aufdringlich wie, so, wie immer, ne? Schön, das ist eine gute Idee. Oh. Ah, Monsieur Sot. Sie sind doch Miss, die Bierhallebesitzer, oder? Bitte? Bitte was? Möchten Sie zu Mr. Harris? Nein, tatsächlich möchte ich nur zu Mr. Hudwink. Geh mal kurz zu Mr. Hudwink, okay, hinterher. Alles gut. Benji! Benji! Was sind Sie denn für eine Rumtreiber? Verpissen Sie sich! Ich hab zu tun! Oh. Du Penner! Was? Wo kommt das? Hauen Sie ab! Was wollen Sie denn? Ein Dollar? Nee, ich wollte eigentlich... Madame, verhaften
Mögen Sie den Mann? Der belästigt mich! Wie bitte? Quincy, ich bin's, Curtis! Ach du Scheiße! Curtis! Sag das doch! Du siehst aber verwegen aus, mein Freund! Ja, ich muss mich ja der Welt anpassen, in Annisburg. Da ist alles sehr runtergekommen. Ja. Oh, du, der Bart ist auch länger. Ja, und gezwirbelt. Ich war in Frankreich. Eine Woche. Curtis, ich bin gleich bei dir. Ich muss hier ganz dringend was erledigen mit Miss Stone. Ja, nur kein Stress. Deswegen, Miss Harrington ist für dich da, deswegen. Wir warten vorne. Gracias. Gut, das ist ein Spinner. Oh. Warum sagt er, dass sie ihn belästigen? Ach, weil er ein Idiot ist, er hat mich nicht erkannt. Ach so. Spinner. Wie immer. Also, ein bisschen oh, was. Guten Tag. Naja, gut. Trivia, wie sie dann. Au revoir, ne? Oh. Na, vielleicht sehen wir uns ja gleich nochmal wieder. Findet Mr. Hutzing seine Kutsche nicht? Der ist gerade Richtung Stallbursche, der kommt gleich vor. Okay. Wo reiten Sie ihn, wenn ich frage? Doch nicht nach Annisburg, hoffe ich. Ich? Nein. Ich bin erstmal hier. Na. Unsere gute Gouverneurin unterstützt. Genau. Das ist so richtig. Ja, was ist denn los? Gar nicht, Gott, jetzt nicht! Was ist denn los? Oh Gott. Mir geht's nicht so gut. Boah, seit dem Sauerkraut. Oh. Hier komme ich öfters her, hier gibt's eine Badewanne. Ich weiß nicht, ob die so baden ist. Der Hut gefällt mir aber auch. Da ist Wasser drin. Ja, da steht die auch sehr. Wirklich, ne? Ja. Fällt mir. Warte. Wenn ich ihn bestelle, welche Nummer hat er? Egal. Ja, behalt ihn einfach jetzt. Na, führ ihn nach. Ja, sag ich doch. Behalt ihn jetzt. Ab jetzt. Der Hut steht dir wirklich sehr, sehr gut. Wirklich, ne? Gefällt Warte, mir. Was gut, dass ich einen Ersatz dabei habe. Das ist doch so die übliche Etappe. Genau. Zum Ensemble. Ensemble. So. Können Sie mir sagen, schon mal bei wem ich Salz bestellen kaufen kann? Ja, in Strawberry. In Strawberry? Bei wem? Da gibt's eine eigene Company dafür. Es ist kaum zu verfehlen. Ich erledige hier erstmal alles mit Miss Stone, dann bin ich sofort bei Ihnen. Okay. Miss Ludwig, jetzt warten Sie doch mal. Na, könnten wir vielleicht, wenn Sie hier warten, könnten wir das im Boot holen. Nicht alles, das, aber. Das können wir natürlich machen, ja. Na, also Sie warten hier und wir holen. Ja. Dann Sie dann hier wieder ab. Was sollen wir machen? Okay. Na, das Boot holen. Oh, wunderbar. Dann wir sind nicht so die Warter, ne? Nein, wir sind die Aktiven. Ui, das müssen wir auch noch unserem Dornmarschall klar machen, ne? Oh, haben wir das nicht, bevor wir gegangen sind? Oh. Na, ups. Muss das ja gehen. Das war vor einer Woche. Und hier, Curtis, ich muss dir was zeigen, ne? Was ist? In der Nähe von Annisburg. Bonjour. Bonjour. Aber jetzt gehen wir wieder. In der Nähe von Annisburg? Was ist da? Hast du was gefunden? Einen geheimen Ort entdeckt. No. Aber ich bin da nachher runtergefallen. Aber wir... Und die geheime Ort... Da bist du runtergefallen. Bin ich runtergefallen? Vom geheimen Ort. Und dann? Dann bin ich in Rotz wieder raufgebracht. Hm? Frag mich vor. Und was ist passiert inzwischen? In der Zwischenzeit? Du weißt doch, dass ich manchmal schlafwandle, ne? Erinnerst du dich nicht? Sei, doch. Ständig wach ich irgendwann die unglaublichsten Orte auf, ne? Boah! Das kennen wir. Das ist normal. Ah, hier ist er weg. Ah! Ich
Ich weiß nicht. Wir reiten einfach hier. Wo müssen wir lang? Na hier ich lang. Ein Stück Südostenhof. Ah, das geht nicht her. Ich habe eine Fliege geschluckt. Oh. Das war nee. Das Protein, ne? Schöne Proteine. Was ist das denn? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, wir haben nur so ein wenig verrichtet. Ich hab. Warte mal, was zum Teufel? Hier ist ein Schild. Steht drauf. Schadi Bell. Ah, oh, schade. Eine traurige Glocke oder was heißt das? Aber schade, warum ist sie traurig, die Glocke? Sieht verlassen aus, wenn du mich fragst. Ne? Na, dann drehen wir lieber um. Ui. Reiten wir hier lang. Oh, hier ist auch einer weg. Ah, ouais. Jacques der Wegfinder, ne? Ah, ich glaube hier, warte, ich glaube hier kommen wir. Über die Brücke? Muss irgendwo Rotz sein, Mann, hier. Wir hier lang. Na, wir müssen doch gar nicht nach Rotz. Na, noch sind die nie, aber hier ist doch das. Guck mal, da ist Wasser. Ouais. Das sind die nicht am Wasser. Doch, doch, das ist korrekt. Damit bin ich d'accord mit diesem Gedanken. D'accord, oui, oui. D'accord. Da ist doch Saint-Denis dahinter. Ah, dahinter ist es doch. Oui. Sag, ich habe Dokumente. Und die Schlüpfrige? Nein. Miller ist wieder hier. Ah, sehr gut. Wir haben mögliche Versteckoptionen, wo er sich aufhalten könnte. Sollten wir mal vorbei stehen, ne? Schielen. Sollten wir mal. Uäh. Ich bin mir noch nicht sicher, ob dieser Repetierer der dasselbe macht. Na, wie, du weißt schon. Das gute Gargano-Gewehr. Gargano. Und wir werden uns neu ausstatten. Seitdem ich bei der Dame war, ich sehe das Leben jetzt wie du, weißt du? Ich habe mich immer aufgeregt über die Kleinigkeiten. Ja, oh, aber letztlich ist es so, dass ich das Leben wie ein Geschenk betrachte, ja. Und jeder kleine Punkt, der mir passiert, ist wie eine Chance, mehr zu lernen und meinen Horizont zu erweitern, no? Ist es nicht so? Und ja, du sagst es. Bringen die das jetzt, unsere Tiere jetzt nach Annesburg? Ach so, bringen sie die nach Annesburg, bitte. Ja, das geht auf mich, $5. Sí, gracias. Ja. Ach, ja, Mr. Johnson. Ja, wir gehen gleich zusammen dahin, dann zeige ich dir kurz, welcher das ist, ja? Wo gehen wir hin? Na, zum Kleidungsausstatter in Annesburg, dann zeige ich dir, welcher Hut das ist. Da sollten wir hingehen. Genau. Wir sollten doch hier lang gehen. Genau, ich gehöre zu. Ich will Aufmerksamkeit erregen, immerhin. Also habe ich mein Gewehr dabei. Ich auch. Aber ich dachte, du nimmst vielleicht den Hut oder ich dann nochmal in einer anderen Farbe, oder? Damit sie nicht aussehen. Ich würde noch nach einer Gürtel gucken. Naja, die Weste, die werde ich ablecken. Ja, das. Weste? Meine blöde Weste. Du hast doch gar keine an. Natürlich habe ich eine an. Wo? Willst du sie sehen? Ja. Sag er. Oh, du hast eine Weste. Du hast die vorher nicht angehabt. Täuschung für dich gewesen. Ja, glaub auch. Weißt du, Jacques, das ist einfach. Nicht, dass wir hier durch Saint-Denis gehen und dann noch ein böser Artikel über uns geschrieben wird. Hey. Aber der wird ja eigentlich sowieso über uns geschrieben. Ich habe mit der Miss Cunningham geredet, ja. Ah, County Mayor von. Ich auch. Ich habe mit ihr auch bereits geflirtet. Tolle Frau. Ja, das meinte ich nicht. Ich meinte, sie glaubt den Artikel nicht von Miss Burton. Ja, hat sie mir auch gesagt. Genau, deswegen. Wir genießen beste Zusammenarbeit mit ihr in Annesburg, hat sie gesagt zu mir. Wunderbar. Gestern Abend. Na, warum auch nicht? Wir sind gute Leute, ne? Wir sind gut, ich bin Jack, also. Oui. Wenn mit jemand, Leute, wenn mit jemandem gut zusammengearbeitet wird, dann mit uns oder nicht. Oh, dann sag mir rein, in der das. Na gut, also. Sag mir. Nenne mir 73, die das beneinen, ne? Ich nenne so. Dir. Ich kann dir nicht mal 70 nennen, ne? Genau. Oder so.
Jacques Desvranchet. Gutes Montiel. Oh mein Gott. Diese Stadt ist auch wirklich groß, Montiel. Da seid ein Polizist. Wo? Ist das Owen? Ist das Mr. McCoy? Oh, der hat doch eine Mütze auf. Oh, dann ist der Chief. Dann gehen wir lieber in die Nebel. Oh! Ja, unauffällig. Hey. Achtung, Schienen! Oh, Mann. Weg, weg, weg! Der kommt! Wirklich? Ja! Oh! Scheiße! Oh, Treppe! Oder was? Wer legt denn das hier hin? Hier lang. Oh, Entschuldigung. Oh, Jacques. Zack, ich musste noch kurz, noch nicht dahin gehen. Kannst du mir sagen, wie warm fühlt es sich für dich an? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen... ungefähr 27 Grad, ne? Und hier... Aber das ist nur eine grobe Schätzung. Ne? Mr. Desvranchet. Darf ich auch mit? No. Mon Dieu! Das gibt es nicht! Es ist lange her, dass ich gefahren bin mit einem Boot. Das gibt es nicht! Mon Dieu, okay, dann... Annabelle! Dann wollen Sie es wohl ein Rennen, no? Okay. Wo? Oh! Mr. Desvranchet! Ah! Ahoi! Oh! Das! Shark? 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 Shark! Konntest du dich noch an Land retten? Ich. Scheiße. Oh nein! Jack, ja, warte! Ich hab das Boot festge... Scheiße! Ach, verdammt! Jack, verdammt! Oh. Jack, komm! Ich bin da! Moment! Ich komme! Bleib liegen, nicht weglaufen! Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Oh nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Komm hier hoch! Du dummer Gaul! Ich hab Trockentücher dabei! Warte, ich mach dir die Hose sauber! Mama! Alles gut, warte, ich mach Mund-zu-Mund-Beatmung! Jack, warte, nicht ersticken! Jack, okay, warte. Mund-zu-Mund, okay?
Warte, so. Okay. Okay, auf drei, ja? Eins. Und. Und ich presse auf der Brust. Pressen. Bert, mach. Spuck das Wasser aus. Komm. Zack, Bert, mach. Ja, genau, komm. Bert, mach. Ja. Ja, Heurika. Ich bin ja wach. Ja. Jacques, wir dürfen uns nie wieder. Du hast Glück gehabt, dass du dich noch an Land retten konntest. Ich weiß gar nicht, wie du das geschafft hast. Ich hab gestrampelt, ne? Ja, warte, da hinten ist dein Boot, komm. Ach du Scheiße. Nie wieder, Jacques, nie wieder. Das Problem ist, wir sitzen auf. Na, du kannst rückwärts fahren. Ja, das. Hier sind so Seile, wir hängen fest. Warte, ich schneid sie los. Ja, schneid. Nein, oh Gott. Okay, jetzt müsst ihr es gehen. Oh, schneid hier nochmal. Ich hänge am Boot, an dem anderen. Ja, jetzt hast du es. Jetzt ist es geklappt. Nie wieder, okay? Aber wir meinen das ernst, ne? Ui, scheiße. Doch kein Rennen. Hier. Oh. Ui. Scheiße. Ich habe nichts gelernt. Mach langsam. Nur nicht, dass wir uns wieder rammen, ne? No, ich ramm dich nicht mehr. Ich dich auch nicht mehr. Das, als ich gesagt habe, ich habe nichts gelernt, das habe ich nicht gemeint. Mann, das war ein Witz, Das wird nie wieder passieren, ne? Aber freut mich, dass du dein Boot wiedergefunden hast. Ja, wo auch immer es hergekommen ist. Gut, aber dann haben wir jetzt beide die Boote in Van Horn, in Ennisburg, das ist sehr gut. Ist nicht wahr. Wenn wir die Stadt verlassen, dann machen wir das nicht mehr über den Landweg. Naja, wir müssen dabei ein wenig gucken, ne? Wenn nach Valentine können wir nicht mit dem Boot. Ja, dann fahren wir nach Rhodes und reiten von dort aus. Agosch. Jacques, ich habe eine Bitte an dich. Hui. Aber wirklich, du darfst das nicht so... Du darfst es nicht sagen, ja? Was nicht sagen? Ihr das nicht sagen. Oh. Könntest du versuchen... Könntest du... Meinst du, du würdest es hinbekommen? Und könntest du versuchen... Also kannst du unter Umständen... Würdest du uns verkuppeln? Der war gut, mein Freund. Ein guter Ried. Du meinst das ernst von dir? Nee, du bist so ein ekliger Stiefel, bist du ihr gewesen. Oh! Was hast du gesagt? Lebst du noch? Natürlich. Gut. Lebst du noch? Du bist so ein ekliger Stiefel gewesen, ne? Was? Zu ihr? Na, muss ich doch sein. Na, sie sagt immer, dass du nicht nett bist und so, ne? Dann gebe ich dir einen Tipp. Ändere das, ne? Ja, aber du musst uns... Mach da was. Wir müssen jetzt das Zimmer bezahlen, wenn wir da oben weiter schlafen wollen. Ich habe mir gedacht, vielleicht $7 die Woche. Im Zimmer schlafen und auch was willst du mir sagen? Was? Nein! Ich meine nur unser... Ich kann dir sagen,
Also ich kann sagen, muss ich dir eine Sache sagen, no. Die ist nicht an einer romantischen Tete-a-Tete interessiert. No. Ich habe ja das bereits angeboten. No. Oh. Als ich noch Bürgermeister war. Oh. Naja, aber ich dachte vielleicht so, unser Doppelzimmer, ne? Dass wir ihr jetzt Geld dafür geben. $1 die Nacht. So 7 die Woche von jedem, weißt du? Das finde ich gut. Finde ich fair. Fair. Wir sind schon da. Ich weiß nicht, dass das besonders schnell ging, ne? Nee. Oh! Chuck! Ich dachte, wir wollten das nicht mehr machen! Es tut mir leid! Ich bleib hier, guck, ob du die Dame findest, ne? Ich bin einen Moment irr. Ue. Feigen. Ach. Dann einmal dann gleich. Lass sie dann vom Stallburschen gleich dann wieder einstanden, sodass sie dann die Kurve mit. Hallo. Ja, können wir auch machen. Jetzt haben Sie mich erkannt, Mr. Quincy, oder? Ja, um ehrlich zu sein, kurz wieder nicht. Oh. Ich hab das ist so ungewohnt. Sie sehen aus wie ein Landstreicher. Ich kann bei mir sein, ich bin aber nicht da. Ja. Ja. Mr. Owen, ich muss ihn noch mal ganz kurz in die Parade fahren. Ich bräuchte nachher noch Steuerbanderolen. Wie viele? 100 Stück. Bringe ich ihn gleich. Wunderbar. Steuerbande holen? Natürlich. Machst du jetzt selber? Legal? Natürlich. Oh. Also, so völlig legal. Völlig legal, du kennst mich doch. Ein wahrer Saubermann, wie immer. Quincy. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Natürlich. Ach, dieser Fiskus, nicht wahr? Ja, ja. Schrecklich. Letzte Woche war ganz schlimm. Wir hatten $500 Miese. Was? Na klar. Also, du kannst dich ja bestimmt erinnern, diese ganzen Überfälle. Natürlich. Die Schäden. Wegen dem Vorfall hört es sich. Hm. Hoffe, es geht dir wieder besser. Also, du weißt ja. Was denn? Oh, ja, wenn du dich nicht daran erinnern kannst, dann... Nein, das meine ich nicht. Ich meine... Weil du sagtest, du weißt ja. Ich hab gedacht, da kommt noch mal was. Nee, das... Ja, mir geht das total beschissen. Aber das tut ja nichts zur Sache. Zwischen uns steht nichts mehr. Ja. Wie bitte? Ich sagte, das ist egal. Das, mir geht's total beschissen, aber zwischen uns beiden steht nichts mehr. Das, freut mich wirklich zu hören. Ja, es ist vergeben und vergessen. Nicht wahr? Wir legen das einfach mal fest auf. Es waren große Intrigen gegen uns. Einer Mann in Annisburg? Ja, jetzt bin ich da. So. Down Marshall? Nein, Deputy. Ach so. Ja. Naja,
Bürgernähe ist das Stichwort. Genau. Jedenfalls hat Miss Sherrington jetzt die Bierhalle. Oh, davon habe ich gehört. Genau. Ja, definitiv. Sie und ihr, wir müssen gleich eine taktische Besprechung. Das ist schon wieder so ein Landstreicher. Das ist Jacques. Das ist Jacques. Oh, Jacques, du brichst mir das Herz. Wie siehst du denn aus? Ich komme aus Annesburg. Ja, aus wie ein Annesburgianer. Zieh die Jacke aus, zieh die Jacke aus. Da kommt doch der alte Jacques zum Vorschein. Na gut, nehme die Jacke aus. Oh, ja, Jacques de Français. Na, das zieht noch aus. Das gefällst du mir schon besser. Das sind Kleider aus Kleider. Vermutlich mir, es muss in die Kutsche. Viel besser, Jacques. Also am Samstag werden wir ihren Salon eröffnen und wir werden Musik spielen. Oh, davon habe ich schon gehört. Ja. Deswegen kommen Sie auch, Mr. Quincy. Also dann, damit Sie den führt. Ja, oder vielleicht ein Ausflug nach in den Norden. Ich glaube nicht, dass Madame Leclerc das so gerne hat. Na ja, ich kann sie doch nicht alleine in meinem Laden lassen. Bist du denn verrückt? Weil sie kriminell ist, ne? Nein, weil sie nicht richtig im Kopf ist. Warum hat eine Frau bei dir im Laden angestellt, die nicht richtig im Kopf ist? Weil sie eine Hexe ist, verdammt. Steht die Hexe schon Valentine? Eine Ex? Eine Hexe, alles, was ich in Karte gegeben habe. Eine Hexe. Oh, Onkel Gary hat schon versucht, sie zu erschießen, aber sie kommt immer wieder. Ich mache Ihnen gerade hier ein Fach auf, bevor ich Ihnen... Bring sie nach Annesburg, dann lösen wir das Problem. Ich glaube, das... Schon mal rein daran. Für dich. Ich glaube, das hilft nicht. Dann lasst nur der Fluch auf euch. Ein Fluch? Sowas glauben wir doch nicht. Sie auch gleich? Der kann dann doch nur treffen, wenn man daran glaubt. Jawohl. Ich hoffe, Sie haben was. Wir müssen die Boote hier lassen. Ja, komm kurz. Hier haben Sie den ersten Packen. Ja, bitte, was? Wir müssen die Boote hier lassen und mit der Kutsch mit. Was? Nee. Die Mademoiselle Arlington muss. Arlington muss mit der Kutsche fahren. Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Ach du Scheiße. Weil sie dort irgendwelche Teile hat, die sie braucht. Mhm. Die Mademoiselle Cunningham ihr nicht mitgegeben hat. Deswegen soll sie die Kutsche nehmen. Und wenn. Wie lange braucht sie noch? Ich weiß nicht. Sonst fahren wir mit dem Boot nach Ennisburg und reiten wieder her. Das habe ich auch erst gesagt. Ne? Aber sie sagt, sie will gleich los. Ach so. Also. Naja. Kennst du nicht das Lied von der Rex von Valentine? Ja, doch, natürlich. Na, da singen wir jetzt doch, wie man mit seiner Ex umgeht. Ne? Ist doch alles klar. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Aber am Samstag, da spielt ihr das, oder? Ja, da spielen wir auch den Bürger von Van Horn natürlich. Oh, unbedingt. Ich muss mir da Notizen machen zu dem Hexenlied. Vielleicht kann ich da noch was lernen. Ja, Jacques, wir führen kein Gewehr, singen wir. Na, da muss ein Scheiterhaufen her. Ein Scheiterhaufen muss da her. Na. Bist du... Jetzt, ich muss dich eine Sache fragen. Na. Ja? Die ist sehr ernst. Na gut. Bist du bereit, wenn sie schläft, na, deinen Salon anzuzünden? Auf gar keinen Fall. Na gut, dann schaltet das schon mal aus. Na. Hast du einen Priester? Vielleicht können wir da was machen. Also hast du vorher einen getroffen? Ah, nee, das ist kein Priester, das ist ein Bandit. Achso. Also doch nicht, aber wir sollen angeblich einen bekommen. Aber wir haben Schweinegeister. Ist das auch was? Was für Geister? Schweinegeister. Hab ich nie gehört. Was ist das? Große, behaarte, wilde Bestien. Die mögen Böben. Und Echsen. So hat man mich in Frankreich auch genannt. Ein große, behaarte Bestie. Ich dachte, ein Schweinegeist. Also ein Geist, ich verstehe mal, Schweinepriester. Das ging auch. Das würde sehr gut helfen, ein Schweinepriester, glaube ich. Weil der diese beiden Dinge vereint. No? Die Brutalität eines Schweinegeisters und eines Priesters. No? Oh, du hast immer die besten Ideen, Jack. Ein Schweinepriester. Kann ich dir nicht widersprechen. Da hast du recht. Da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, dann kann ich euch beiden nicht widersprechen. Oh, schön, dass wir uns wieder einig sind. Es fühlt sich fast an wie damals. Ich muss sagen, ich war es sehr leid, böse auf dich zu sein. Du warst böse auf mich?
Da sagen wir auf den Umstand, ne? Ja, ja. Aber dann ist ja jetzt wieder. Aber das ist ja alles vergeben und vergessen. Also, dann, hoffe ich doch, dass wir am Samstag etwas zu feiern haben. Ja. Ui, dann feiern wir. Auf unsere Freundschaft. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Genau. Gut. Bis Samstag. Bis Samstag. Adios. Sherrington. Ja. Mademoiselle, können wir los oder wie sieht's aus? Ja, denken Sie daran, Miss Simontiel, was wir auf die Bootsfahrt besprochen haben, ne? Von die Änderung. Wir müssen nur ganz kurz, ich muss kurz zum Stall. Zum Stall. Duschen. Okay, genau. Super. Wir parken kurz die Boote weg, nicht wahr? Okay. Milady. Sehr gut, weiter. Ja. Okay. Machst du sehr gut. Milady war gut, oder? No, das weiß ich noch nicht, aber du bist auf die richtige Seite. Premier, ich bin sehr zufrieden. Jacques, schau mal über deine Schulter, der Mann verfolgt uns. Jetzt ist er abgebogen, ist egal. Und wenn wir wieder bei ihr sind, dann... Dann spreizt sich... verdammt. Nein, pass auf, ich will dir was dann machen. Habe ich eine Aufgabe für dich. Dann hol ich den Gürtel raus und schlag ihn in die Fresse. Einen Gürtel oder eine Peitsche? Beides. An meinem Gürtel ist eine Peitsche. Ich meine, dann sagst du ihr ein Kompliment. Warte. Miss Harrington? Warte. Okay. Also du bist jetzt... Oh, das wird jetzt so legendär. Oh, Mann, gib mir eine Sekunde, ich muss in die Runde stehen. Warte, du musst da hinten um die Ecke kommen, sonst wirkt es nicht. Nein.